Hallo und herzlich willkommen zum FDD-Thema am Freitag. In Los Angeles sind die Nominierungen für die Golden Globes verkündet worden. Die Filmtrophäen werden kommenden Monat verliehen und gelten als wichtiger Indikator für die Oscar-Verleihung. Die sind für die Filmverleiher bares Geld wert, doch auch schon die Golden Globes zahlen sich an der Kinokasse aus. Laut einer US-Statistik steigert der Gewinn dieses Preises allein in den amerikanischen Kinos die Einspielergebnisse im Schnitt um insgesamt 16 Millionen Dollar. Großproduktionen wie der Herr der Ringe, die auch schon bei den Golden Globes abgeräumt haben, können auf solche Zusatzerlöse gut verzichten. Bei kleinen Produktionen mit geringem Marketingbudget ist das allerdings anders. Diese erhalten oft erst durch die Berichterstattung darüber die Publicity, um die Massen ins Kino zu locken. Lost in Translation mit Bill Murray war ein Film, der eindeutig in diese Kategorie fiel. Mit einem Mini-Budget war der Streifen vor allem für ein Nischenpublikum konzipiert. Nach der Nominierung für die Golden Globes hat sich dies jedoch gründlich geändert. Der Film wurde zum Kassenschlager. Je mehr man über sich selbst und über das, was man will, weiß, desto weniger lässt man an sich ran. Zu der Verleihungszeremonie für die Globes ist geladen, wer in Hollywood Rang und Namen hat. Und da die Abstimmungen für die Oscars oft nur wenige Tage danach beginnen, hoffen viele Beteiligte, durch ein erfolgreiches Abschneiden bei den Globes in der Gunst der Academy-Mitglieder zu steigen. Und glaubt man einer weiteren Studie, bringt allein die Oscar-Nominierung für den besten Film im Schnitt rund 8 Millionen Dollar Zusatzerlöse. Ich danke Ihnen fürs Zusehen, das war's für heute. Bis Montag um 12. Ein schönes Wochenende. Tschüss.